Hallo YouTube, hier spricht Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe für euch heute und jetzt, passt auf, ein 106,85 Kill Gameplay. Und bei diesem Score kann ich den Hate schon wieder in den Kommentaren fühlen. Nein, Spaß, ich werde euch gleich eine Geschichte zu diesem Score erzählen. Zunächst erstmal, dass es mit der MP7, mit der Drachentarnung spielt. Ich muss sagen, diese Drachentarnung gefällt mir ganz gut. Die erinnert mich so ein bisschen an die Diamanttarnung. Und da ich genau weiß, dass ich diese niemals haben werde, einfach weil ich keine Lust habe, mit allen Waffen, sozusagen zu leveln, war das eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich finde, das ist somit die einzig gut aussehende Tarnung in Black Ops 2, die man sich jetzt noch zusätzlich kaufen kann. Und ich hatte noch ein paar Microsoft Points übrig, deswegen habe ich mir dann eben diese Tarnung geholt. Und ich habe hier mal probiert, ein neues Killstreak-Setup zu benutzen. Und zwar Drohne, V-Set und die Escort-Drohne. Das ist eigentlich halt, ja, wie gesagt, das, was mir am meisten Spaß macht in Black Ops 2. Und das Gameplay hier war eigentlich ziemlich cool. Ich habe auch eine Nuklearstreak erreicht. Und das Gameplay geht allerdings nur bis 1,25 Minuten vor dem Ende. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich 92 Kills. Das Problem war, der Host war hier an zwei Splitscreener vergeben. Und wie wir alle wissen, die kümmern sich ziemlich wenig darum, was mit einer Lobby geschieht, wenn sie einfach ihre Xbox ausmachen. Man kann es ihnen ja nicht mal übel nehmen. Denn ganz ehrlich, welcher Splitscreener weiß schon, dass er Host ist und weiß überhaupt auch, was passiert, wenn man einfach die Xbox ausmacht, beziehungsweise hat überhaupt keine Ahnung davon, dass sie überhaupt verantwortlich für eine Hostmigration sein können. Deswegen finde ich es von den Entwicklern eigentlich viel schlimmer, dass sie solchen Leuten überhaupt die Möglichkeit geben, Host zu werden, weil das doch eine ziemlich große potenzielle Gefahr ist, dass Lobbys abkacken. So war es eben auch in dieser Lobby. Es war noch 1,25 Minuten zu spielen. Ich hatte bereits 92 Kills und gerade wieder eine Escort-Runde aktiviert. Und da habe ich mir gedacht, hey, ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine Lust nochmal auf dieses Killstreak-Setup zu gehen, denn so viel Black Ops 2 spiele ich halt auch nicht mehr. Von daher ist es für mich irgendwie ein 100-Plus-Gameplay, weil in einer Minute 15 hätte ich halt noch eine Menge Kills machen können. Gerade auch, weil ich eben gerade wieder eine Escort-Runde aktiviert habe. Und so habe ich mir einfach mal gedacht, wende ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung an und berechne einfach, wie viele Kills ich durchschnittlich in dieser Lobby mit einer Escort-Runde in Luft gemacht habe. Und das waren eben 14,85 pro 1 Minute 15. Die habe ich dann am Ende einfach draufgerechnet. So kommt man eben auf einen Score von 106,85. Dass dieser Score nie eintreten wird, ist natürlich klar. Es wären entweder vielleicht 102, 103, vielleicht aber auch 108 oder 110 Kills geworden. Das kann kein Mensch sagen. Aber es wäre mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein 100-Plus-Gameplay geworden. Von daher, ja, habe ich eigentlich nicht mehr so Lust, dieses Killstreak-Setup noch ein weiteres Mal auszuprobieren, da das Gameplay auch insgesamt ganz cool war. Ob ihr das so akzeptiert oder nicht, das müsst ihr dann für euch entscheiden. Ich habe allerdings wieder eine weitere Folge von My Top 5 heute für euch. Und ich habe ja letztens bereits über meine Lieblingsfilme erzählt und daran will ich heute anknüpfen und heute mal was über meine Lieblingslieder erzählen. Und auch das war wieder eine ziemlich schwierige Aufgabe, da eine Top 5-Rangliste zu erstellen, da ich ziemlich viel Musik höre, auch aus ziemlich vielen verschiedenen Bereichen, also meistens zwar Mainstream-Zeugs, Hip-Hop und auch so ein bisschen House- und Elektro-Sachen und vor allem aber auch die Lieder, die so in Call of Duty-Gameplays mittlerweile verwendet werden, also da habe ich auch mittlerweile einen echten Großteil meiner Musik draus gezogen. Aber manchmal dann eben auch in völlig andere Musikrichtungen, wenn mir da einzelne Songs gefallen. Die Musikrichtungen insgesamt, wirklich die so ausgefallen, da sind jetzt unbedingt nicht so mein Ding, aber es gibt dann eben immer so einzelne Lieder, die einem doch ziemlich gut gefallen. Und deswegen habe ich da eigentlich ein ziemlich großes Spektrum, eine ziemlich große Bandbreite an Musik zur Auswahl gehabt. Hab mir dann allerdings irgendwie so gedacht, okay, ich guck mal in meiner iTunes-Bibliothek, welche Songs ich wirklich so mit am meisten gehört habe und welche Lieder mich auch irgendwie über einen längeren Zeitraum dann wirklich sehr, sehr beeindruckt haben, beziehungsweise die ich dann wirklich auch sehr, sehr lange gehört habe und bin dann doch zu meinen Top 5 ziemlich gut gekommen und ich denke, das kann sich durchaus auch oder kann ich durchaus auch so stehen lassen an der Stelle. Und erstmal allgemein ein bisschen was zu Musik. Also ich muss sagen, Musik ist für mich ein ziemlich wichtiger Bestandteil so überhaupt des alltäglichen Lebens. Wenn ich aus dem Haus gehe, ich höre eigentlich grundsätzlich irgendwelche Musik, ob ich im Auto sitze, ob ich in der S-Bahn oder im Bus sitze. Musik muss irgendwie immer am Start sein, wenn ich unterwegs bin. Das ist echt essentiell bei mir. Und außerdem muss ich sagen, Musik ist etwas, was eine richtig tolle Erfindung ist. Vielleicht eine der besten, die die Menschheit jemals gemacht hat. Denn es verbindet auch viele Menschen. Es gab jetzt oder es gibt gerade die Ausschreitungen in der Türkei. Und da soll es eine Geschichte geben, wo sich ein Mann einfach ein Instrument geschnappt hat und auf die Barrikaden gegangen ist und dort einfach gespielt hat. Und das soll wohl Polizisten und Demonstranten so beeindruckt haben, dass die eigentlich diesen Streit oder diese ganzen Ausschreitungen dort vor ein paar Sekunden wenigstens vergessen haben. Und das ist doch eigentlich eine Geschichte, wo man wieder nur sagen kann, Musik ist etwas, was wirklich Menschen verbindet. Und ich muss sagen, auch für mich persönlich, alle Lieblingslieder, die ich irgendwie ausgewählt habe, verbinden für mich in gewisser Weise eine Zeit oder einen bestimmten Tag. Und auch deswegen sind sie, glaube ich, dann so in meinem Kopf drin geblieben, dass ich sie wirklich so viel gehört habe. Und ich glaube, auch das macht ein Musikstück dann irgendwie so ein bisschen aus. Aber jetzt genug philosophiert, ich will direkt mal starten. Auf dem 5. Platz
ist ein Lied aus einer Musikrichtung, die ich ja eigentlich mehr zum Feiern benutze. Dieses Lied allerdings ist mehr oder weniger so ein bisschen chilliger, und zwar Sky and Sand von Paul Kalkbrenner. Paul Kalkbrenner ist in Berlin ein echt super bekannter DJ gewesen früher. Mittlerweile ist er eigentlich mehr Musiker als DJ und ist auch international eigentlich mittlerweile schon ziemlich bekannt. Aber früher war er eben so der Elektro-Minimal-DJ der Berliner Clubszene. Und ein Lied von ihm, Sky and Sand, ist wirklich echt so krass. Also ich kann zum Beispiel einen Tag damit ziemlich gut verbinden. Ich bin früher immer mit Freunden nach Sylt gefahren in den Osterferien. Da haben wir immer gechillt in einem Ferienhaus von einem Kumpel von mir. Und an einem Abend habe ich mich dann einfach an den Strand gelegt, in die Sterne geguckt in der Nacht und habe Sky and Sand gehört. Und das war einfach so ein richtig geiles Gefühl. An diesen Tag kann ich mich immer noch ziemlich gut erinnern. Und das sind einfach so Songs, die man dann eben mit bestimmten Tagen verbindet. Und Sky and Sand ist da eben auch ein Song, den ich ziemlich häufig gehört habe. Und dieser Tag hat diesen Song für mich dann auch so ein bisschen ausgemacht. Von daher ist er auf meinem fünften Platz. Auf dem vierten Platz dann eine ganz andere Musikrichtung, und zwar Deutschrap. Höre ich nicht so wirklich viel, aber manche ausgewählten Lieder dann eben schon. Und das ist der Song Deutschrap Kanacke von Liquid Walker. Ich finde ihn auch deswegen so cool, weil er noch gar nicht so lange dabei ist, aber trotzdem so ein bisschen oldschool geblieben ist. Also so ein bisschen eigentlich diese alten Hip-Hop-Zeiten von Sido und Bushido wiederbringt. Sido finde ich übrigens auch richtig klasse. Und muss sagen, dass einfach er ja nicht so mit diesem ganzen Hipster- bzw. Crow Zeugs mitgeht, was ja eigentlich mehr für Studenten gemacht ist. Und ich muss sagen, ich bin selber ein Student, aber ich komme einfach nicht drauf klar, wie viele Leute sich für so Rapper oder für so Gangster-Hip-Hopper irgendwie halten, die eben Crow hören, weil das ist für mich einfach kein richtiger Hip-Hop, was Crow macht. Und ich weiß nicht, ich finde die Musik einfach nicht wirklich toll, die der Typ macht. Und ich habe nichts dagegen, wenn Leute den hören, aber ich habe was dagegen, wenn sie sich so als Gangster dann fühlen oder so. Und da sehe ich eben so viele Studenten, die dann jetzt irgendwie so denken, hey, sie sind die größten Hip-Hopper, nur weil sie den Typen hören. Keine Ahnung, also das finde ich irgendwie völlig crazy. Und muss sagen, Liquid Walker mit Deutschrap Kanaka hat das eigentlich auch mit seinem Text ganz gut in dem Lied getroffen. Deswegen ist es bei mir auf dem vierten Platz, einfach weil es so diese derzeitige Hip-Hop-Szene so ein bisschen anprangert, die sich so entwickelt. Und das finde ich eigentlich ganz cool an der Stelle. Auf dem dritten Platz dann ein ziemlich bekanntes Lied, muss ich sagen. Und zwar Lose Yourself von Eminem. Das, denke ich mal, kennt wirklich fast jeder von euch. Ist so eins der bekanntesten Hip-Hop-Lieder. Eminem sowieso ein Riesenkünstler für mich. Ich finde den Typen echt klasse. Und Lose Yourself ist einfach auch mit eins seiner bekanntesten Lieder, was ich echt eine ziemlich lange Zeit gehört habe. Auch so ein bisschen immer gehört habe, wenn ich GTA früher gespielt habe. Und muss einfach sagen, Lose Yourself, ja, hat mich bis heute überzeugt und wird wohl auch immer eins meiner Lieblingslieder bleiben. Auf dem zweiten Platz dann ein Lied, was ich auch so ein bisschen gehört habe, als ich meine, ja, man kann schon sagen, erste richtige Beziehung hatte. Und zwar Lollipop von Lil Wayne. Das ist einfach so ein Lied, keine Ahnung, das kann man immer hören. Ich habe es letztens auch erst wieder gefunden. Ich habe es eine lange Zeit jetzt gar nicht mehr gehört, obwohl ich es früher wirklich total oft gehört habe. Ist in meiner iTunes-Bibliothek das Lied, was ich am zweithäufigsten gehört habe. Und muss sagen, dieses Lied ist einfach, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen gechillterer Hip-Hop, aber es passt für viele Situationen. Und ich muss einfach sagen, auch eben damals, die Zeit mit meiner ersten richtigen Beziehung war einfach so, dieses Lied wird wohl auch für immer in meinem Kopf bleiben. Und Lollipop von Lil Wayne, echt ein Weltklasse-Song. Auf dem ersten Platz dann allerdings ein Lied, was nochmal ein bisschen in die Party-Szene abwandert, und zwar Memories von David Guetta. Und ich muss einfach sagen, dieser Song wird wohl für immer meine absolute Nummer 1 bleiben, einfach weil ich eine verdammt coole Zeit mit diesem Lied verbinde. Das war in der Abi-Zeit, auf die man doch immer wieder gerne zurückblickt und in der man doch ziemlich viel erlebt hat. Und zum anderen ist es auch einfach so, dass dieser Song immer wieder an irgendwelchen wichtigen Tagen kommt. Es war zum Beispiel mein Abi-Lied oder auch an meinem letzten Geburtstag kam der Song dann wirklich ganz zufällig im Radio, als ich gerade im Auto auf dem Weg zu meinem besten Kumpel war und dort feiern wollte. Und ich höre dann wieder diesen Song nach richtig langer Zeit im Radio und da denkt man sich einfach, ey, dieses Lied wurde echt für einen geschrieben. Und ich kann mich auch noch ziemlich gut an den Tag erinnern, wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe. Auch das war ein richtig geiler Abend nebenbei. Und ja, das sind einfach so Momente, die dann diesen Song für einen verewigen. Und Memories von David Guetta wird wohl, ja, definitiv immer meine Nummer 1 sein. Ich werde auch mal alle Lieder probieren, dazu Videos zu finden auf YouTube und euch dann sozusagen die Links dazu unten in die Videobeschreibung packen, falls ihr das eine oder andere Lied noch nicht kennt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Ideen für My Top 5 habt. Und von daher sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.